Hallihallo und willkommen zurück bei Tales of Cestiria. Eine letzte Anmerkung, was die aktuelle Aufnahme angeht. Ich bin zurück. Ich bin 8 Tage älter als in der letzten Folge. Und wir können weitermachen. So. Ich habe mir in der Zwischenzeit einmal angeschaut, wie das mit der Tür weitergehen könnte. Dazu habe ich auch einen Kommentar bekommen, der mich auf die richtige Spur gebracht hat. Und zwar wurde ich darauf hingewiesen, dass es ja unterschiedliche Produktkategorien gibt. Beziehungsweise, dass das zu vermuten sei, da ja, den Key, da ja hier oben, jetzt über dieser Feder hier Gummis steht. Das ist zum einen richtig, und das ist das, was ich dachte, warum das nicht funktioniert. Naja, wenn ich hier in der Liste springe, von Gummis zu Tränken und von Tränken zu Kräutern, dann springe ich in dieser Liste. Aber, wenn wir unseren Blick mal nach oben rechts werfen, dann können wir da auch noch auf Wertsachen gehen. Und da haben wir natürlich ein paar andere Optionen. Und, naja, zum einen fällt natürlich der kupferne Schlüssel auf, weil es ein Schlüssel ist, doch es soll ja etwas Königliches sein. Und da wissen wir noch etwas. Yes. Well, it certainly is a unique key. It looks just like a knife. That's 'cause it is. Klingt sinnvoll. Okidoki. So, hier haben wir noch einen Monolithen. Einstellung der Schwierigkeitsgrade. Schwierigkeitsgrad normal. Das ist die Standardschwierigkeit. Spieler müssen sich mit der Erlangung von Stärke durch Ausrüstungsfusion und dem Spielsystem auskennen. Ist nicht allzu schwer, aber eine Herausforderung, wenn man nur wenige Erkundungen oder Ausrüstungsverbesserungen durchgeführt hat. Verbessere weiterhin deine Fähigkeiten und übernimm Nebenmissionen. Wo finde ich denn Nebenmissionen? Aber netter Tipp, dankeschön. Ich habe auch beim Durchschauen der Aufnahme, während ich hier weg war, mindestens einen Monolithen gesehen, den ich übersehen habe. Und auch die Tatsache, dass ich auf Speicherpunkten den Dialog, also Dialoge ausführen kann. Ich habe gedacht, das ist nur bei solch besonderen Plätzen so, doch auf vielen Speicherpunkten geht das auch. Und das wurde auch in der ersten Folge gezeigt, aber weil die ja, 4 Monate alt war, zwischen der ersten und zweiten Folge sind ja 4 Monate vergangen, habe ich das wieder vergessen. Ich wollte das gerade nochmal nachschauen, ob es das hier auch gibt. Nein. Aber da müsst ihr mal drauf achten, falls ihr doch nochmal in die Folgen reinschaut, unten links erscheint dann trotzdem dieses, oder anscheinend bei einigen Speicherpunkten dieses Dialog, fällt diese Dialogoption. Das habe ich leider übersehen, das ist, habe ich verdrängt, das tut mir leid, da habe ich euch einige Dialoge vorenthalten und mir selbst leider auch. Aber ich hätte versuchen, in Zukunft daran zu denken. So. Wo ist denn eigentlich die Fledermaus? War hier nicht eine Fledermaus eben noch? Wir haben noch gar nicht gekämpft. Ui. Okay. So. Okay. Hi. Bist du ein Turtle? Wie hießen die nochmal? Turtles. Schildkröte sagt, hereinspaziert. Willkommen im Reich von Finster Turtles. Wir übernehmen alle Befehle entgegen. Jederzeit von allen, wenn wir dadurch etwas Kohle kriegen. Diese Art von Spielern sind wir hier im Reich von Finster Turtles. Also du bist quasi ein laufender Händler. Ein Händler. Bernstein-Diadem. Bernstein-Tiara. Also unten sehen wir unser Team. Wir sehen, dass es das hier beispielsweise würde der guten Layla helfen. Und dieses hier wäre nur für Wicleo. Bernstein hier, dem ich da, dass ihr ihr helfen würde. Nehmen wir das mal mit. Auch hier können wir Kategorien durchschalten. Okay. Das hier nehmen wir mal mit. Ja, bitte. Und für die Tiara, für Wicleo schauen wir dann mal. Tank des Lebens erhalten, sehr schön. Und weiter geht's. Okay. Ich wollte mal an die Decke schauen. Bernsteinpapier. Eingearbeiteter Bernstein. Durch hinein schon weiter erst wird der Mannstrom des Papiers noch besser. Das ist eine Waffe. Ausrüstung? Doch, genau. Bernsteinpapier. Das haut rein. Hier haben wir die Bernstein-Tiara und die Bernstein-Stiefel. Nice!
Wir können mal gerade schauen, wenn wir schon dabei sind. So ging das. Genau, er hat hier Meltem, Wirkung von Vergiftung reduziert um 50%. Als Kombi. Und sie hat Anthem. Taumelzeit um 6% verringert. Ja, gut. Dann muss ich mir später das Verschmelzen mal noch ein bisschen näher anschauen. Man kann irgendwelche Sachen verschmelzen. Hier fehlt wohl das obere Stück der Pyramide, nehme ich mal an, oder sowas ähnliches. Und dann erst geht diese Tür auf. Okay. Dann gehen wir erstmal weiter. Wow. Check it out. That sword is ginormous. This is an altar to the Sacred Blade. It was constructed in the era of Asgard. Lila, do you know about this? Lila? Was tut sie? This is where I formed the pact with the previous shepherd. Really? But then, why couldn't you tell us before? You and Miklio looked like you were both having so much fun. I didn't want to go and sour your explorer spirit by spoiling the end. And on top of that, I kept silent for your sake. For my sake? I want you to understand, you must not feel obligated to bear the world's burden on your shoulders alone. Huh? So, how does it feel having reached these ruins? You don't feel as excited as you imagined you might be, right? By any chance, do you know why this is? Well... You do not wish for your friends to share the burden of your duty. Is that correct? I guess I'm really that transparent, aren't I? This is a problem that always arises between the Shepherd and their Seraphim friends, no matter the era. Saray, you must understand how Miklio feels, do you not? Yeah. Very well. There is nothing left for me to tell you. Thank you, Lila. And now, allow me to show you the real reason I brought you all the way here. I want to bestow this onto you. A jewel? They are called iris gems in the world of humans. But they are originally known as the Earthen Historia. Iris gems. Earthen Historia. So, can you see anything? Huh? Like what? The object you are holding allows those with resonance, that is, the ability to sense Seraphim, to see the memories that are contained within. They should serve you well as guideposts in your search for the Lord of Calamity. Hmm? But I can't see anything. You can't? Hmm. That certainly is odd. Saray? Let's head back. There's nothing more we can find out. But... Hey, we can come back anytime we need to. Indeed. And with Miklio, of course. Das wäre gut, ja. Okay. Ich gehe trotzdem noch hier rauf. Einfach mal schauen, einfach mal ein bisschen gucken. Nichts auslassen. Naja, und wenn ich mir diese Tür so anschaue, müssen wir auf jeden Fall zurück. Kehren, also. Ist das sealed as well? From the inside? Scheint so, ja. This is an altar created in order to bring forth shepherds. It does not open unless one can wield the flames of purification. Ah, dafür ist die Pyramide. Doesn't that mean anyone who failed to become a shepherd could never get out of here? Indeed,
It is a relic of a much crueler era. I see. You have already been bound to me and are quickly becoming accustomed to my power. I expect you should be able to wield the flames of purification by now. So, all I have to do then is light this torch? Yes, but be wary. Those who could not become shepherds may have perished here, but their emotions linger on. This malevolence hangs here like a miasma. Meaning that Hellions are lurking about, right? Exactly. Proceed with caution. Okay. Gut, das erklärt die Viecher hier unten. Silberflamme. Unter anderem nutzen, um fackelähnliche Dinge zu entzünden oder unreine Hindernisse zu beseitigen. Feuerempfindliche Feinde kann ich mir einen Kampfvorteil erschaffen. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Also sowas ähnliches wie der Mana-Ring oder sowas, nur dass wir es jetzt von selbst können. Und es scheinen noch ein paar andere Fähigkeiten dazu zu kommen. Wahrscheinlich auch verschiedene Elemente, nehme ich jetzt einfach mal stark an. Also die andere Tür ist jetzt komplett zu, oder was? So klang das gerade. Ich gehe jetzt aber nicht schauen, das ist mir zu viel Rennerei. Ich folge jetzt einfach mal dem, was ich tun soll. Ah ja, guck mal an. Wow. Let's begin the purification. Such slimes are commonly seen around this area. They aren't very strong, but watch out for their spewing attacks. Okay, Moment, jetzt habe ich den da. Und komm weiter. Wir haben noch ein paar SK. Pass auf, Leila. Und zack, okay. Jawohl, Ausrüstungsfertigkeit erhöht. Genau, das Gesundheitswiederherstellungstalent haben wir schon gesehen. Mit diesem Talent kannst du mit der Zeit KP wiederherstellen, während du umherläufst. Es warnt außerdem, wenn wir mit angeschlagener Gesundheit beenden. Ja, also Gesundheitsregeneration finde ich schon irre praktisch, muss ich sagen. Bernstein-Tiara. Apfelgummi. Also brauchen wir keine Bernstein-Tiara kaufen, wir haben eine bekommen. So. Okay. Oi. Das wird ja interessant. Und ein Softeis. Oh. Counting on you, Lila. There are some that grow larger when they become Hellions. But it's way bigger than the ones we've seen. Na komm. Wie viele sind das? Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie ich diese ganzen Befehle geben kann. Combo-Effekte. Kombos aus Kriegs- und verborgenen seraphischen Arts haben einige Effekte. Verringerter SK-Verbrauch abhängig von der Anzahl der genutzten Kriegsarts, höherer Schaden unabhängig, abhängig von der Anzahl der genutzten verborgenen Arts, längere Taumeldauer von Feinden je nach Anzahl der genutzten seraphischen Arts. Sie wirken nur bei Einsatz mehrerer Arts-Kategorien. Bei BBBA profitiert nur der vierte Angriff. Also so richtig verstanden habe ich es nicht, aber ich darf A und B einfach mal abwechseln und das ist gut. Oder so ähnlich. Okay. I can't believe it. There are so many of them. Mikleo. I have no idea. Do you feel any different? A new power manifesting or a new sort of strength welling up inside you? Do you feel like that at all? Huh? I don't feel any different. So it really hasn't happened yet. There's too many. Is there any end to this? Saray, we have to break on through. Okay. Na komm. Oh komm, na gut, da müssen wir uns mal ein bisschen aufräumen hier. So, wenn wir die alle auf einem Haufen haben, dann können wir bestimmt was ausrichten. Kannst du bitte anfangen, die auch zu schlagen? Das wäre super nett von dir. Kannst du... Ah! Das schaffen wir nicht. You can use it now. What are you talking about? It is time you knew the true power of the shepherd. Oh ja, bitte was Episches. Irgendeine Fusion oder sowas. Super Saiyajin Modus. I bear my true name.
This is... Recite that name! Harness the power that flows from it and let it become your armor! That is the true power of the Shepherd! All right, I'll give it a try! Yeah! Tiger Whip! Deathless Mioma! Oh. Ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. This is armatization. Wow! I can feel such incredible power! All right, time to finish this! Gerade mit Feuer natürlich extrem geil. Okay, zurück im Normalzustand LB, um eine Stoßanzeige zu verbrauchen und zu armatisieren. Du wirst die Kraft der Seraphim anrufen und eine gewaltige Waffe erhalten. Durch die Armatisierung profitierst du von kombinierten Angriffen, Artangriffen, dem Fokus, den KP und den Fertigkeiten beider Gruppen. Armatisierung hilft. Sogar wenn Zoray K.O. ist, kann ihn jeder Seraph mit mindestens 1 KP und SA wiederbeleben, wenn du LB drückst. What the f... Okay. Nice. Too easy. That was wonderfully done, Saray. Armatization itself is proof of one's status as a Shepherd. It means you have mastered its power. Still, that was way too close for comfort. Gaining that new power right at the last second there. I'll say, I must admit even I was worried. But in the end, you did an absolutely marvelous job. Ah, shucks. Come on, you're embarrassing me. Die Frisur ist geil. By the way, since the Hellions are safely defeated, what do you say you go ahead and remove the armatization? How do I do that? Huh? I can't get it off. What? Is that what's supposed to happen? That's what I want to know. So, you can't read the Earth in Historia. You were able to unleash the power of armatization with amazing speed, and yet now you can't turn it off. Saray, you're just a total mess. Shepherd's a mess, I guess. Come on, Lila. Oh, there it goes. I suppose once the Armatus has been invoked, you'll just have to wait until it dissolves. I'm sure in due time you'll be able to use it at will. If you say so. Lila ist einfach auch klasse. Ich finde, also diese Gruppe finde ich alleine jetzt schon so super zusammen, diese Chemie. Ich meine, Mikleo fehlt jetzt gerade noch, wenn der noch dabei wäre, wenn der dabei ist, ist das noch besser, aber wow. Auf dem Artsbildschirm jeder Figur kannst du mit LT und RT zwischen verschiedenen Arttypen wechseln. Du kannst dir eine Liste der verborgenen Arts anzeigen lassen und die Einstellung für seraphische Arts ändern. Darüber hinaus kannst du dir auch andere Arts ansehen, die im Kampf eingesetzt wurden, wie zum Beispiel Verbannungsstoß und Verjüngung. Im Verlauf der Geschichte werden den Titeln von Figuren Szenario-Fertigkeiten verliehen. Du kannst sie dir ansehen, indem du im Bildschirm Ausrüstung Titel auswählst. Kampfergebnis, jawohl. Also, ich kann hier jetzt armatisieren. Moment, die Arts waren hier. Ah ja, hier habe ich Armatisieren Feuer. Verborgene Arts. Seraphische Arts. Also hier habe ich quasi die Kriegsarts und hier habe ich verborgene Arts, aber hier sind die seraphischen Arts. Das sind die verborgenen Arts. Moment, also er als Mensch kann anscheinend Kriegs- und verborgene Arts und sie, also in Verbindung mit dem Seraphen können wir verborgene und seraphische Arts. Hier haben wir die Verjüngung. Aktivierung mit RT bei Inaktivität steigert vorübergehend die maximalen KP eines Verbündeten um 20% und stellt gleichzeitig KP wieder her. Benötigt SA1, Verbannungsstoß wird durch Drücken von RT nach einer Angriffskombo aktiviert. Je weniger KP der Gegner hat, oh, jetzt habe ich mich wieder verdrückt, desto wirkungsvoller ist der Stoß, okay. Brennendes Echo, Zinnobersichel, Feuerregen, Blutmond. Die hier können wir auch nicht verändern, das ist cool, das ist interessant, aber wir können sie uns ansehen. Gut, da muss ich da auch nicht groß was rumstellen. Aber ich finde es cool, dass es geht. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Haben wir noch andere Titel jetzt bekommen? Nein.
Du? Nö. Okay. Trägst du noch deine Ohrringe? Passt schon alles. Aber das war doch auf jeden Fall so, wie man sich das vorstellt von einem epischen Hirten. I can sense the ancient tongue. We're near one. Hauptmerkmale der Aromatisierung. B, 5 verborgene A, für seraphische Arts. Maximal 3 Trefferkombo, Fokus auf Schaden, Gebietseffektangriffe mit legendären Waffen, Wirkzeit seraphischer Arts stark verkürzt, verbesserte Heilung blockieren seraphischer Arts möglich. RT bei Ruhe zum Wirken von Verjüngung, RT in Kombos für Verbannungsstoß, vergiss nicht, dass du nur halb so viele Angriffe wie sonst ausführst. Okay. Ach ja, ich drück schon wieder die falschen Tasten hier. Ah ja, okay, cool. Purification complete. Feinde weisen zahlreiche Schwächen und Resistenzen gegen die 5 Elemente auf. Nicht-Elementar, tolles Element. Feuer, Erde, Wasser, Wind. Also ich nehme mal an, wir werden noch 4, also noch 3, also noch 2 Seraphen kennenlernen. Layla für Feuer, Mikleo für Wasser, Erde und Wind wird jeweils auch noch einer sein. Deshalb richtest du mehr Schaden an und nutzt weniger SK, wenn der Feind gegen den Angriff eine Schwäche aufweist, während du weniger Schaden verursachst, während du... Achso. Wenn der Feind resistent ist, ja gut, das ergibt alles Sinn. Dass ich das nicht richtig gelesen habe, es tut mir leid, schon wieder spät und ich bin ein bisschen müde von der ganzen Reise und so. Schwächen und Resistenzen wirken sich jedoch auch auf andere Weise auf den Kampf aus. Okay, gut zu wissen. Ich hätte aber eigentlich gerne einen Speicherpunkt, muss ich mal feststellen. Und nicht schon wieder mehr Gegner und Monolithen und Items und... I just saw a monolith written in ancient tongue. Schwäche statt eine Schwäche-Kombo. Ein entsprechender Hinweis erscheint unter dem Schaden. Alle Angriffe von dir oder deinen Verbündeten zählen bis zum Erlöschen des Verstärkungshinweises als Schwächeschaden, selbst die, gegen die der Feind normalerweise resistent ist. Außerdem verlängert sich die Taumeldauer des Feindes. Arts, die auf die Kategorie eines Feindes abzielen, gelten unabhängig vom Element als Schwächeschaden. Ah, ich verstehe. Also ich kann auch mit Talenten oder mit Elementen, die eigentlich keinen Schaden machen, kann ich dann mit einer Schwäche-Kombo treffen. Okay, ist als sehr, sehr viel, muss ich mal so feststellen. Also das Kampfsystem ist schon relativ komplex. Na komm. Das eine Ding da, das muss ich also aufladen, weil das habe ich eben verbraucht bei der Aromatisierung, ne? Wo bist du? Da. Ja, ich meine, die hier können wir ja einfach nur durch B-Mashen kaputt machen, so wie die Spinnen in der alten Ruine. Neues Art, okay, cool. Kenntnisse zum Titel vertieft haben wir noch, Ausrüstungsfähigkeiten erholt. Die Stoßanzeige zeigt eine ruhende Kraft an, die dich beflügeln kann. Normalerweise kannst du bis zu 3 Stoßanzeigen speichern, die du mit RT entfesseln kannst, wenn du eine von verschiedenen Kampfaktionen eingestellt hast. Nach Freischalten der Stoßanzeige und der Aromatisierung wird die Stoßeinstellung zum Strategiemenü hinzugefügt. Okay, je niedriger die Anzeige, desto schneller die Wiederherstellung. Klingt sinnvoll. So. Bitte... einmal. Ah ja, okay, wir kommen da woanders raus. Ich verstehe. Warum ist hier schon wieder eine Tür? Fackel, Wandleuchter, Kombi, Dings. Okay, ich sehe aber nichts. Ich sehe keine Fackel. Also vielleicht ist das von der anderen Seite gesichert oder ich muss sehr weit laufen. Ich weiß es nicht. Ich werde diese Folge jetzt überziehen, weil ich möchte noch bis zu einem Speicherpunkt kommen. Ah, wie ging das denn jetzt nochmal? Wenn du im Kampf die Steuerung zur nächsten Figur wechseln willst, öffne das Menü Y und drück Start. Wenn du deine Standardfigur für den Kampf wechseln möchtest, kannst du das im Hauptmenü tun, wenn du nicht im Kampf bist. Das ist alles. Ganz einfach. Oh, noch etwas. Es gibt wohl einige Kampfaktionen, die du nur auf einem höheren Schwierigkeitsgrad bekommst. Aha, okay. Salbei. Nice, eine Leiter. Und dann haben wir auch schon unseren Speicherpunkt. Und, gut, da war jetzt nichts. Nee, da speichere ich jetzt nicht drüber. Warum habe ich denn jetzt schon wieder so viele Speicherstellen? Das hat alles funktioniert, also können wir jetzt den überschreiben. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.